Aufnehmen. Ja, herzlich willkommen, wie jeden Montag um 20 Uhr. Heute geht es Fragen, Antworten. Es geht um euch, es geht um eure Fragen, die ihr so habt. Ich freue mich sehr, eure Fragen zu beantworten, egal zum Produkt, zum Business, zu Lifestyle, zu all den Dingen, die halt wichtig sind für euch, um bei euch dieses Klick irgendwie zu schaffen und zu sagen, papp, und jetzt mache ich es. Jetzt hole ich mal das, wofür ich eigentlich mich registriert habe, wofür ich mich entschieden habe zu leben, wofür ich meine Träume aufgeschrieben habe, dass ich die auch realisiere und nicht nur irgendwann wieder wegstreiche vom Blog. So, ich übergebe euch das Wort. Welche Fragen habt ihr? Jeder, der eine Frage hat, muss sich nur freischalten, seine Frage stellen. Wie gesagt, es geht um euch, nicht um mich. Ich gehe meinen Weg ganz straight, das sieht man ja auch. Und ich glaube, dass doch bei dem einen oder anderen vielleicht aus irgendeinem Grund noch ein bisschen Zurückhaltung ist. Und genau das wollen wir heute beseitigen. Ja, da habe ich eine Frage. Gerne. Okay, man muss die Zeit nutzen. Bezüglich Geschichte erzählen, wie magst du in ein Beispiel Menschen, die du noch nicht länger mehr Kontakt gehabt hast, fremden Menschen? Sagst du, ja, hallo, ich bin da Marco, darf ich da meine Geschichte erzählen oder so, dass man in den Fluss kommt? Weißt du, was ich meine? Ja, also ich bin eher der, der gerne fragt. Ich möchte mal was wissen von meinem Gegenüber. Ich möchte mal von meinem Gegenüber die Story hören. Ich möchte mal von meinem Gegenüber hören, was er mag und was er nicht mag. Egal, wenn ich jetzt einen Fremden treffe, dann frage ich ihn zuerst einmal, was machst du beruflich? Dann erzählt er mir vielleicht, ja, ich bin, weiß nicht, Eisverkäufer. Dann sage ich, was gefällt dir an deinem Job, was gefällt dir nicht? Ich möchte mal wissen, was hätte er gern und was hätte er gern weg aus seinem Leben? Die Menschen erzählen nicht dann so gern. Aber so einfach mal die andere Person mit drei, vier, fünf Fragen, das zu entlocken, wo ich dann ansetzen kann und sagen, pff, das, was da gefällt, das kann ich da bei mir abbieten. Und das, was dann nicht gefällt, muss bei mir nicht machen. Das heißt, zuerst muss ich was wissen über die Person, bevor ich eine Story erzähle oder bevor ich dieser Person ein Message rüberbringe, Achtung, bei mir ist Dollar. Sozusagen. Und wir können ja mit unserem Geschäft so gut wie alles erfüllen. Von zeitlicher Freiheit, von finanzieller Freiheit, von persönlicher Weiterentwicklung, von. So, jetzt ist wieder ruhig. Von all dem, was Menschen gerne hätten. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, zuerst, aber auch bei Bekannten, die man schon länger nicht gesehen hat, nicht gleich, bah, und ich hätte gerne im Network Marketing, was ja keinen Menschen interessiert am Anfang. Sondern trotzdem zu fragen, wie geht's da? Was tut sich so in deinem Leben? Wenn ich ihn treffe, wenn ich ins Gespräch komme mit jemandem, wenn ich jemanden aktiv anrufe, Marco, dann mache ich es direkt. Wenn jetzt den Willi zum Beispiel schon lange nicht gesehen hat, so wie Willi, ich weiß, du warst damals Tennistrainer, bist du das jetzt noch? Dann lass ihn schon auch zuerst erzählen. Sagt er, ja, ich bin noch immer Tennistrainer, super. Du hast also mit Leuten zu tun, die gern fit sein wollen, die aber auch gern Zeit verbringen würden, lieber am Tennisplatz als am Arbeitsplatz. Und dann wird er auch sagen, ja, ist so. Sage du, über Geschäftsidee, die können wir beide verwirklichen mit all den Leuten, die du kennst. Vielleicht kann es auch für dich interessant sein, zusätzlich zu deinem Job 2.000 bis 5.000 extra zu verdienen. Wäre sowas interessant? Dann sagt er vielleicht schon das dritte, vierte, fünfte Mal ja. Das heißt, die Frage, hast du mit Menschen zu tun, die gerne Freizeit hätten? Ja, hätte ich gern. Hast du gern Menschen, die fit sind? Ja, die wollen fit sein. Ich kann immer fragen, Tennistrainer, wenn ich dich so direkt ansprechen will, für das rufe ich dich an. Kennst du Tennistrainer, die mit 60, 70 noch am Platz stehen? Nein. Glaubst du, dass die vorher irgendeinen Plan B brauchen, damit sie auch ein Einkommen haben, wenn sie 60 sind oder 65? Ja, sicher. Sage, wie viele Tennistrainer gibt es in Österreich? Willi, wie viele Tennistrainer gibt es in Österreich? Circa. 1.000 mehr? Ja, circa. Ja, 1.000. Ich schätze mal nicht. Daumen. Das 1.000 Leute, die, wenn sie nichts verändern, voll an die Wand rennen oder mit 65 nur immer mit Schmerzen in den Knien und im Rücken am Platz stehen und Bälle zuschupfen oder einen Plan B haben, womit sie Geld verdienen. Man würde sagen, Willi, genau diese Leute möchte ich mit dir ansprechen, weil du bist in dem Metier unterwegs. Das würde ich zum Beispiel mit Willi machen.
Und so kann ich, glaube ich, auf jeden Einzelnen irgendeine Story machen. Genauso, egal wen ich treffe, gibt es eine Geschichte, wo ich zuerst mit zwei, drei Fragen, wenn ich die Person gar nicht kenne, dann frage ich zuerst einmal Marco. Wir stehen jetzt gerade, ich weiß nicht, in der U-Bahn kann ich ihn ansprechen und wenn ich sage, puh, heute ist heiß und er sagt, heute ist heiß, ja, sage ich, also das tue ich mir zum Glück nicht jeden Tag an, zum Glück kann man es besser einteilen. Sage ich, Marco, kennst du Leute, die statt U-Bahn fahren, lieber jetzt im Sommer bei der Hitze lieber im Pool liegen würden oder schwimmen? Und wer sagt, na sicher kenne ich solche Leute, sage ich, und wie schaut es mit dir aus? Weil ich sage, mit Menschen, mit denen mehr Geschäftsfelder weiter, die gerne mehr Lebensqualität hätten. Willst du einer von denen sein? Willst du mal anhören, was das vielleicht für dich auch bringen könnte? Ich kann ganz direkt sein, weil der steigt eh bei der nächsten Station aus. Das ist das, was sich die wenigsten trauen. Auch ich hätte das im ersten Jahr nie gemacht. Aber ich kann jemanden nur raten, vielleicht gar nicht ein Jahr warten, sondern jeden Menschen anrufen oder ansprechen, den wir kennen. Weil jeder, den du kennst, kennt wieder 10 andere. Und die 10 kennen wieder jeweils 10 andere, sind schon wieder 100. Das ist ja das Beispiel, wie ich es immer sage. Wenn du mit 50 Leuten sprichst, die du in deinem Telefon hast und 5 sagen, ich will mein Leben verändern. Und diese 5 haben jeweils auch, ich sage einmal, 200 Leute im Telefon. Das sind schon 1000 Leute, die diese Geschichte, wenn es diese 5 ernst meinen und alle 200 anrufen, dann erfahren 1000 Leute von deinem und von meinem Business und von dem seinem Business. Und wenn sie bei 1000 Leute 100 registrieren und 100 Leute kennen 200, da kommen dann Zahlen raus, die gigantisch sind. Das heißt, irgendwann gibt's, hast du zehntausende Leute im Team. Wenn ich jetzt denke, jetzt habe ich 2500 Leute, wenn jeder am Tag nur einen einschreibt, kommen 2500 Leute ins Team. Macht nicht jeder, weil nicht jeder für seine Freiheit geht, für seine Lebensqualität. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dir die Chance zu geben, mit ganz vielen Menschen zu reden, egal ob du das kennst oder nicht, und herauszufinden, was könnte dein Gegenüber interessant finden, sich deine Geschichte anzuhören und vielleicht auch die Geschichte deines Business. Und das ist urspannend. Ich würde Gacko mit anschließen wollen. Tanja hier. Mit dem Kontaktieren. Bei mir schreit sie dann das Paradigma nach wie vor dann noch. Und ich hätte jetzt gern noch irgendwie einen Tipp auch gerne von dann, wie ihr das macht, die tagsüber telefonieren, weil abends habe ich meine Coaching-Termine. Da ist jetzt nicht, dass ich dann jetzt mich dann tatsächlich da hinsetzen kann, dann um 19 Uhr, wenn die Leute und sie dann anrufen kann. Ich würde sie gerne tagsüber anrufen. Wie macht was weiß ich, von um 10 bis um 12 oder einfach wie dann der Herr Telefon in die Hand anrufen und sagen, ich weiß. Anja, das ist schon mal das erste Paradigma, dass man glaubt, eine bestimmte Zeit ist die richtige Zeit. Es ist, ich weiß. Ist völlig egal. Du kannst zum Mittag, du kannst dir in der Früh denken, ich sage ein Beispiel, du kannst dir in der Früh denken, jetzt kann ich den nicht anrufen, jetzt ist er gerade am Weg zur Firma, ist ein guter Freund von mir, aber jetzt kann ich ihn auch nicht anrufen zwischen 8 und 14 und 12 Uhr, weil da arbeitet er wahrscheinlich. Da zwischen 12 und 1 kann ich auch nicht anrufen, weil da hat er aber gerade seine Mittagspause, da will ich nicht stören. Na, von 1 bis 5, da arbeitet er wieder, aber wenn er dann zu Hause fährt und um 17 Uhr denkst du, jetzt ist er gerade am Heimweg. Na, 18 Uhr denkst du, jetzt ist er gerade nach Hause gekommen und spielt mit seinen Kindern. Um 19 Uhr, nein, jetzt sitzt er gerade beim Nachbaressen. Und um 20 Uhr, da schaut er sich gerade die Nachrichten an. Und um 20.15 Uhr kann ich nicht anrufen, weil er fängt gerade sein Abendfilm an. Also, wenn wir uns in das reinbegeben, ist der Zeitpunkt immer der falsche. Darum sage ich, immer der richtige Zeitpunkt. Ich kann Ihnen erzählen, wie ich bei damals noch Seizure, was jetzt Isaac Jennings geworden ist, eingestiegen bin, am 2. Jänner 2016, habe ich am ersten Tag von in der Früh bis am Abend alle angerufen und gesagt, ich baue da etwas auf, das könnte für dich interessant sein. Ich baue mir ein Geschäft auf und vielleicht willst du da dabei sein und ein Teil davon sein und es könnte auch dein Leben verändern, so wie es meins verändern wird. Ich habe noch keine Produkte, die sind unterwegs zu mir, kann da nicht einmal was über Produkte erzählen. Es geht um die nährstoffreichste Pflanze der Welt. Ich weiß nicht einmal, ob sie grün, rosa oder gelb verpackt ist.
Und in der ersten Woche waren es 40 Leute im Team. Ich bin in der ersten Nacht im Bett gelegen und um 3 in der Früh bin ich wach im Bett gelegen und ich wusste, ich kann jetzt niemanden anrufen. Obwohl, das ist auch ein Paradigma. Es wäre ziemlich frech, um diese Zeit anzurufen. Habe ich nicht gemacht, aber ich habe mich um 3 in der Früh hingesetzt und WhatsApps geschrieben an viele meiner Freunde. Wenn du aufwachst, ich habe dich heute telefonisch nicht erreicht, wenn du aufwachst, bitte ruf mich an. Ich habe eine Möglichkeit für uns zwei, die gigantisch ist. In der Früh haben mich Leute dann zurückgerufen und haben gefragt, ob ich eine Schlafstörung habe, wie ich um 3 in der Früh WhatsApp schreiben kann. Und das war das Spannende dran. Es war einfach so, es war in mir. Es war ein Kribbeln, es war Begeisterung, das Ding wird groß. Und es ist jetzt schon groß. Und es wird aber jetzt noch viel größer. Es geht in andere, ganz andere Dimensionen. Es geht in ganz andere Dimensionen für jeden, der sagt, ich denke nicht drüber nach, übers Wie, sondern ich denke nur dran an mein Warum. Warum mache ich das? Für mich war es Freiheit für mich und Freiheit für alle meine Freunde. Darum habe ich jeden angerufen. Den Willi habe ich gesehen in der Stadthalle und habe es ihm dort erzählt. Beim Tennisturnier habe ich gesagt, wir müssen reden, irgendwann. Lass uns Telefonnummern austauschen oder es sind eh nur immer die gleichen Telefonnummern. Egal wo ich war, habe ich irgendjemand angesprochen, den ich kenne oder nicht kenne. Wenn ich zu Hause war, habe ich jeden angerufen zwischen 7.30 Uhr in der Früh und ca. 21.30 Uhr am Abend. Weil das eine Zeit ist, wo ich glaube, dass jeder entweder noch abhebt oder auf lautlos geschalten hat, wenn er seine Ruhe haben will. Und danach habe ich begonnen, WhatsApp zu schreiben. Oder jetzt mache ich halt, dass ich dann um die Zeit manchmal beginne, Leute auf Facebook noch anzuschreiben, weil da ist völlig egal, welche Uhrzeit ist. Ich glaube, das ist nur ganz wichtig. Mit wie vielen Leuten komme ich am Tag in Kontakt? Und was ist produktive Arbeitszeit? Ich habe jetzt gerade einen Call gehabt mit der Linda Proctor. Wir haben geplant über produktive Arbeitszeit und über nicht produktive. Und ihr hat der Bob gesagt, wenn du ständig im Auto sitzt, dann hast du den Großteil deiner Zeit nicht produktiv verbracht. Außer du nutzt sogar die Zeit, das hat es damals nicht gegeben, bis sie begonnen hat, vor 27 Jahren. Außer du nutzt die Zeit, wo du sagst, jetzt fahre ich 30 Minuten in die Firma und ich habe einen Zettel neben mir liegen und diese 30 Leute rufe ich jetzt eine Minute lang an jeden und sage ihm nur, ich möchte was erzählen, wann hast du 20 Minuten für mich Zeit? Ein Drittel erreichst eh nicht, darum kannst du 30 Leute in 30 Minuten anrufen. Weil ein Drittel erreichst du nicht, da kommst du auf die Mobilbox. Wo du nur drauf sprichst in 20 Sekunden, bitte ruf mich zurück. Ich habe was, wo wir uns zwei komplett entfalten können. Echt eine tolle Geschäftsidee. Ich möchte einfach mal 20 Minuten deiner Zeit haben, wo wir darüber sprechen. Wichtig ist nicht, was du sagst, wichtig ist, wie du es sagst. Und wenn in dir nichts brennt, dann schreib zuerst einmal wirklich auf, wofür wird es wert sein, jeden Mensch auf der Welt zu kontaktieren. Wofür wird es wert sein für dich, aber auch für die andere Person? Wenn ich dem Wille helfe, dass er seine Eigentumswohnung hat, Strike, habe ich gewonnen. Wenn ich dem Klaus helfe, dass er seine traumhafte Wohnung, sein Haus bauen kann, haben kann, wo er will und mit seinem Wohnwagen dann noch 100 Tage im Jahr durch die Gegend fährt, dann habe ich es geschafft. Wenn ich den Leuten helfe, ihre Träume zu realisieren mit diesem Business, und zuerst musst du aber wissen, was will deine Person gegenüber von dir? Und dafür brauchst du einfach den Termin für 20 Minuten. Und da gehören Emotionen rein. Da gehört einfach rein, was hätte dein Gegenüber gerne mehr von seinem Leben. Und wenn du das richtig in den 20 Minuten in einer guten, netten Konversation mit viel Energie rüberbringst, wo ein guter Austausch ist, wo ein Spaß passiert, dann sag dir, pass auf, registriere mich. Ich habe das jetzt gerade vorhin mit Marco gehabt. Der Marco hat mir nur jemanden vorgestellt. Der muss gar nicht arbeiten jetzt. Und der hat gesagt, Marco, registriere mich. Und ich habe noch gesagt, ich muss aus dem Call raus, ich habe den nächsten Call. Kann ich allein nicht lassen. Und Marco hat gesagt, na sicher, registrieren ist kein Problem. Und bei denen habe ich auch super meine Story platziert und wenn ich mir das so anschaue, ist mir die richtig gut. Und das war genial, dass er gesagt hat, das habe ich 2015 gehabt, was ich 2019 gehabt habe. Richtig. Es war alles dabei, es war in seiner Story. Emotionen, alles. Es ist, wenn alles drinnen ist in seiner Story. Und da ist der Marco ganz ehrlich, ja, ich war vom Burnout oder ich war im Burnout. Ich wusste aber, irgendwie soll es weitergehen. Und irgendwann sind wir in Kontakt gekommen und er hat gesagt, ich vertraue, da gehen wir das Ding an. Und schaut es euch an jetzt an. Er lächelt, hat Energie, es geht ihm gut und er baut sich jetzt gerade ein Geschäft auf.
Das ist aber auch nicht von heute auf morgen so gegangen. Der Marco ist auch schon ein paar Wochen im Team drinnen, aber irgendwo hat er trotzdem die Entscheidung getroffen, jetzt ganz anders ein Business zu machen. Und auf einmal hat er 30 Sekunden Präsentation, was er vorher nicht gehabt hat. Und jetzt geht er einfach voran. Und trotzdem wird er irgendwann wieder mal ein Tief haben, kurz, weil 5 Leute hintereinander nein sagen. Und da werden sagen, aber es haben auch welche ja gesagt. Darum hol dich selbst aus dem Tief, indem du mit den nächsten 5 Leuten sprichst. Und wenn einer heute noch ja sagt, dann hast du heute kein Tief, dann hast du heute abgeschlossen mit einem Hoch. Beim Dennis auch, hör nicht mit dem Doppelfehler auf, hör mit dem Ass auf. Wenn du ein Tief in der Beziehung hast, sag, bevor du schlafen gehst, was Nettes zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, dass du mit einem guten Gefühl ins Bett gehst miteinander. Schau immer, dass du was mit was abschließt. Entschuldigung, Marco. Sag nur. Also, ich wollte nur sagen, ich gehe jetzt auch viel, viel leichter mit einem Nein um. Also wenn heute dann ein Nein sagt, sage ich, ja, okay, was gibt so viele andere und was mir vorher gesagt haben, weshalb und bin das sie und ich, ja, heute sage ich ja, okay, no, dann halt nicht. Nächster bitte. Super. Und am besten noch heute der nächste. Wie der Kellner, bei 3 Leuten kriegt er Nein, wenn er sagt, nach dem Essen, wollen Sie noch Kaffee? Die sagen alle 3 Nein. Der vierte sagt ja. Und er sagt, super, einer von 4, 25% mehr Umsatz. Mhm. Wenn ich 10 Neins früher gekriegt habe, dann habe ich so lange weitergemacht, bis ich ein Ja kriege. Und es hat sogar Tage gegeben, wo ich nach 40 Kontakten, egal ob ich draußen unterwegs war oder zu Hause, nur Neins bekommen habe. Und dann habe ich zumindest gesagt, ich habe es echt heute wirklich, wirklich probiert. Und morgen kriege ich dafür früher ein Ja. Und am nächsten Tag habe ich halt 3, 4, 5 angerufen und von den 5 haben 3 Ja gesagt. Du weißt nicht, warum oder wieso es so passiert. Wichtig ist nur, gibt dir die Chance, dass dein Geschäft wächst. Und wenn du das dann geschafft hast, erzähl deinen Leuten, dass das trotzdem Aufwand und Arbeit war und Durchhaltevermögen, um dorthin zu kommen. Erzählt Bob Proctor immer wieder, erzählt auch Alinda, erzählen alle erfolgreichen Networker, erzählen da zuerst, wenn sie gescheit sind, von ihren hunderten Neins, die sie gekriegt haben, bevor die ersten Ja's gekommen sind. Und in jedem Tennisbereich machst du zuerst 100 Doppelfehler, bevor du das erste ausschlagst. Und beim Golf hast du vielleicht ein Leben lang kein einziges Mal ein Hole in One, aber du weißt, es gibt. Und beim Schnapsen hast du auch nicht immer das Ass in der Hand. Das heißt, es ist die Frage ganz einfach, wie lang gebe ich mir jeden Tag die Chance oder wie oft gebe ich mir überhaupt jeden Tag die Chance, überhaupt ein Ja zu bekommen? Wenn ich nur 2, 3 Leute anspreche und ich weiß, ich habe eine Quote von 1-10, dann ist es logisch, wenn ich nur 3 anspreche, dass heute die Chance gering ist, ein Ja zu bekommen. Spreche heute 10 Leute an, dann ist die Chance relativ hoch, dass ich heute den einen von 10 habe, weil das ist meine Quote. Vielleicht wird irgendwann der Quote besser, weil du eine bessere Story hast, weil du das lockerer nimmst, weil du mehr Spaß dran hast, dann hast du vielleicht schon 2 oder 3 von 10. Aber es werden nie 10 von 10 werden. Nächste Frage, bitte. Es kann ja sein, dass es 10 von 10 bitte? Sagt dann ja. Und nein heißt ja, die Übersetzung für noch einen Impuls notwendig. Das heißt ganz einfach, oder noch eine Information. Ja, die Situation muss für den anderen passen. Und fragen, hey, hast du jetzt ein paar Zeit? Das ist, da kann der andere gleich sagen, nein. Den Hörer abnimmt, ja, und zumindest einmal sagst, hallo, ja, dann hast du den Hörer abnimmt. Ja. Ein Masseur, der während seiner Massage, während seinem Arbeiten, wenn er wirklich etwas arbeitet, den Hörer in die Hand nimmt. Deswegen ist immer der Zeitpunkt der richtige, wenn man jemanden anruft. Und dann ja, man könnte ja, wenn das jetzt ein Mechaniker ist, bist du gerade dabei, das Auto hochzuheben? Oder beim Bäcker, sag, bist du gerade dabei, deine Brötchen zu... Oder geht's eh? Und die Leute sagen, nein, nein, geht eh, was brauchst du denn? Also immer, ich versuche auch, wenn ich, also nicht versuche, sondern
jemanden anspreche, dann schaue ich, was tut er eigentlich? Woher kenne ich die Person? Und verbinde eben das, den Start ins Gespräch mit dieser Person. Und so, wenn die Person abhebt, hat er Zeit oder hat sie Zeit? Die Nicola hat uns ja diesen 30-Tages-Plan zukommen lassen. Ich habe den selbst verlinkt. Meine nächsten 30 Tage, da ist ein Kalender drinnen. Und egal, wen du fragst, der mit Network Marketing Geld verdient, der wird dir sagen, zeig mir deinen Kalender und ich zeige dir, was du verdienst. Ist in deinem Kalender nichts eingetragen heute für einen Termin, dann wirst du keinen neuen Partner gewinnen können. Hast du heute nicht die Chance genommen, 10 Leute anzurufen und mit Begeisterung erzählen, was du in deinem Leben vorhast? Du musst nicht die Erfolge haben. Du musst nur die Entscheidung getroffen haben, etwas zu verändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade heute beginne und ich rufe Marco an und sage, Marco, ich bin total begeistert, was ich kennengelernt habe. Ich verändere jetzt komplett mein Leben. Und er sagt, Gerhard, was verdienst du damit? Und ich sage, gar nichts. Aber ich habe heute begonnen, die richtigen Dinge zu tun, damit ich innerhalb der nächsten 2-3 Jahre meine 5.000 bis 10.000 im Monat verdienen. Und wenn du willst, kann ich dir die ganze Sache erzählen, worum es da geht. Es muss sich niemand genieren für sein Einkommen. Es muss sich nur jemand bewusst sein, tue ich täglich genug, um eine Chance zu haben, meine Ziele zu erreichen. Das ist das Einzige. Und das mit Freude und nicht mit Druck. Es muss dir Spaß machen, jemand anzurufen. Dann bist du am richtigen Weg. Welche Frage darf ich noch beantworten? Darf ich als wahrscheinlich langweile ich jetzt alle in der Runde, weil schon ganz alte Networker sind und ich noch ganz neu sagen, das hört sich Gerhard bei dir immer ganz spannend und total einfach an. Easy, eigentlich bei allen. Ich bin auch eigentlich jetzt ganz froh, dass ich das auch mal hören durfte, dass andere auch ein Problem mit den Neins haben. Ich bin ja jetzt ganz am Anfang und auch wirklich ziemlich frustriert von den Neins. Die unterschiedlichsten Neins erhalten in allen Varianten. Muss sagen, bin dann auch teilweise wirklich, wo ich sage, oh Gott, wie antworte ich jetzt? Wie gehe ich aus der Nummer wieder gut raus? Also ich habe wirklich schon diverse Abläufe gehabt und habe es geschafft, auch wirklich ein Gespräch so zu führen, wirklich so kurz und knapp, ein Gespräch zu vertagen und mir dann dazu zu nehmen, um das Gespräch wirklich, damit ich auch selbst lernen kann und erfahren geschafft, dass ich überhaupt jemanden zu einem nächsten Gespräch begeistert. Da hieß es, nee, brauche ich nicht, erzähl du mir ruhig oder eben die Antwort, bevor ich überhaupt ins Erzählen kam, warum rufst du an? Ne? Wieso meldest du dich jetzt einfach so? Also diverse, sehr schwierig finde. Dankeschön. Ich glaube, dass es vielen so geht, die sich das Video jetzt gerade anhören oder auch später irgendwann anhören. Darum danke, Nicole, für diese Sache. Wenn man viele Neins bekommt und nie ein Ja, dann sollte man noch einmal einen Schritt zurückgehen und seine Entscheidung auch hinterfragen. Was will ich wirklich in meinem Leben verändern? Und muss ich perfekt sein dafür, für diesen Weg? Nein, musst du nicht. Du musst nicht perfekt sein und man muss keine Angst haben, dass man Sachen nicht beantworten kann. Und erstens, man muss die Entscheidung getroffen haben, ganz klar für etwas. Das heißt, dann kann auch nicht passieren, wie komme ich aus dieser Nummer raus? Stell dir vor, ich habe ein Eisgeschäft und ich rufe dich an, Nicole, und sage, ich habe ein Eisgeschäft eröffnet und ich habe so leckeres Eis und ich werde jeden Eis verkaufen. Davon bin ich überzeugt, jeder, der mal Zeit und Lust hat, sollte auf jeden Fall vorbeikommen zu kosten. Das heißt, es wird auch Leute geben, die sagen,
Es will ich nicht. Überhaupt kein Thema. Deshalb bin ich nicht traurig. Wenn ich eine Pizzeria aufmache und ich bin der Meinung, dass mein Produkt, die Pizza, sowas von toll ist, für mich zumindest, dass jeder kosten sollte, dann werde ich mit voller Begeisterung jeden anrufen und nicht, naja, komm mal vorbei, ich weiß nicht, ob dir die Pizza schmecken wird, aber komm mal vorbei, koste. Zuerst gehe ich mal hundertprozentig davon aus, dass das die beste Pizza ist, die es auf diesem Planeten gibt, wenn ich mich wirklich angestrengt habe, die optimale Pizza zu machen. So, jetzt, wenn ich sage, einen Schritt zurück, bist du überzeugt, dass die Leute, mit denen du in Kontakt gehst, mit diesem Geschäft ihr Leben verändern können? Bei den Leuten, wo es sich eher dann um halt eher nein. Noch einmal bitte, ich habe es akustisch nicht verstanden. Ich sag mal, bei den Leuten kontaktiert habe, die ich nicht wirklich sehr gut kenne, gehen, dass sie ihr Leben verändern wollen. Nein. Okay. Wie soll ich es jetzt rüberbringen? Am besten. Oft ist es so, dass wir unsere Gedanken vorher transportieren, bevor wir Worte sprechen. Und wir wissen, es sind 93% nonverbal und 7% sind nur verbal. Das heißt, Körpersprache, Ausstrahlung, die Energie, mit der ich reingehe, damit habe ich schon oft gewonnen, bevor der erste Satz fällt. Und das durfte ich lernen über diese vielen Jahre und ich möchte euch helfen, dass bei euch nicht so lange dauert, dass ihr von dem, bevor ihr jemand anruft, in der hundertprozentigen Überzeugung seid, ich verändere mein Leben damit. Was die andere Person sagt, weiß ich noch nicht, aber für mich ist ganz klar, dass ich mit dem Ding mein Leben zu 100% verändere. Finanziell, körperlich, von der Energie, von der Persönlichkeit, von all den Dingen, die ich dann noch lerne. Zu 100%, nicht zu 99, sondern zu 100%. Und dann gehe ich ins Gespräch rein. Und dann, wenn du sagst, die ersten paar Sätze kommen einfach so mit der Energie raus und nicht aus dem Kopf heraus, sondern aus dem Herz oder aus dem Bauch heraus, dass du einfach sagst, liebe Freundin, ich weiß von dir, wir haben schon öfter gesprochen, wir wollen das erleben, dorthin reisen, alles. Ich habe jetzt ein Vehikel gefunden, mit dem können wir das realisieren. Gib mir die Chance, es dir zu zeigen, worum es da geht. Wann hast du 20 Minuten Zeit? Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeine Freundin sagt, nein, ich höre mir das gar nicht an. Da kriege ich zu 98% ein Ja. Ich lasse immer noch 2% offen. Aber 98% sagen, okay, wir wollten wirklich immer schon nach, weiß nicht, nach Hawaii reisen. Und du sagst, obwohl du jetzt so wenig Geld hast und dir geht es gar nicht finanziell gut, dass du ein Vehikel hast, wie wir zwei nach Hawaii kommen, was wir immer schon geträumt haben. Oder ich wollte immer schon die Traumhochzeit in Weiß haben, aber die kostet 50.000. Aber jetzt kann ich es realisieren innerhalb der nächsten 3 Jahre, weil ich habe was gefunden, mit dem Vehikel kann ich das machen. Egal, was es für ein Thema ist, was dich selbst bewegt, wenn du das transportierst, aber auch auf das eingeht, was deinem Gegenüber wichtig ist, was du vielleicht von der Person weißt. Du musst immer so hart arbeiten. Du arbeitest, weiß ich nicht, beim Aldi von in der Früh bis am Abend, musst Kisten schleppen, dir tut schon alles weh. Ich glaube, ich habe einen Weg jetzt gefunden, wie wir beide unsere Situation komplett verändern können. Wann hast du 20 Minuten Zeit? Und weil ich dir noch nicht alles so erklären kann, wie ich es dir gerne rüberbringen will, außer die Energie, dass das hundertprozentig real wird, wenn wir die richtigen Dinge tun. Dafür haben wir einen Coach. Und da ist sogar der Herr ABC, der dann dabei ist bei dem Gespräch. In deinem Fall, du könntest sagen, und da ist der Gerhard dann dabei oder der Josie dabei oder der Marco dabei. Die sind schon dort, wo ich hin will. Und ich würde dich, oder sind zumindest am Weg und sind schon deutlich weiter als ich. Das verlasse ich mich, dass ich das Gleiche kann, was die können. Und die begleiten mich sogar und ich hätte dich da gerne mit an Bord. Ich möchte gerne mal in 20 Minuten erzählen, worum es da geht. Da wird keiner sagen, nein, interessiert mich gar nicht, dass ich besser leben kann. Ich glaube, dass wir viel zu oft
nicht in den Emotionen sind, oder, sondern viel zu viel beim Produkt, beim Geschäft, bei Network Marketing, bei Vitaminen, Mineralstoffen, das kommt bei mir im Gespräch so gut wie gar nicht vor. Wenn du den Marco fragst, was ich heute 20 Minuten gesprochen hat, der hat bis am Schluss nicht gewusst, was er dann bestellt. Aber es ist ein Manager, der 33 Jahre lang oder 31 Jahre lang eine Top-Firma, die sehr bekannt ist international, geleitet hat als Geschäftsführer. Und am Schluss hat er nur gesagt, der Marco wird da sagen, ein paar Produkte, das ist der Inhalt unseres Geschäfts, das ist der Innen, das Wirkliche, was wir machen, die Vision ist, etwas ganz Großes auf die Beine zu stellen geschäftlich. Der Inhalt ist, dass wir auch noch Menschen helfen, dass sich wohler fühlen, mehr Energie haben und, ja. Und sein erster Satz war am Anfang, Nahrungsergänzungen, das mache ich sicher nicht. Das habe ich mir immer geschworen. Der Marco lacht. 20 Minuten später sagt er, es geht also nicht um Nahrungsergänzung, es geht um Lebensqualität meiner Freunde, meiner Bekannten, von all den Leuten, die da dabei sein werden. Na, da bin ich dabei. Das heißt, was ist der Inhalt? Was ist das Produkt? Lebensqualität. Und für Lebensqualität wäre es auch gut, wenn wir uns wohlfühlen, Energie haben, und dafür haben wir die nährstoffreichste Pflanze der Welt mit Supervitaminen, damit wir, wenn wir schon reich werden, auch gesund sind und um die Welt fahren können und Spaß haben. Das heißt, ich rede mit meinen Freunden über Lebensqualität, und das möchte ich dir als Tipp geben. Was war der Inhalt deines Gesprächs? Über das einmal drüber nachzudenken. Und mit welcher Energie hast du vermittelt? Lebensqualität und nicht, worum geht es jetzt eigentlich im Gespräch? Und das ist reine Übungssache. Versuche mal in den nächsten Gesprächen einfach nur Spaß zu haben und an deine Vision zu denken und auch an das, was dein Gegenüber Interesse haben könnte, und dann nach, wie es im Eric Worre Buch steht, im GoPro, habe Eile, einfach nur zu sagen, du, mehr kann ich da jetzt nicht erzählen, weil ich rufe schon wieder gleich den Nächsten an. Du kannst sogar sagen, den Pauli, den wir beide kennen, ist super, wenn du einen Namen nennst, den du gemeinsam mit der anderen Person kennst, weil ich erzähle es jedem, was ich hier vorhabe. Und ich baue mir jetzt gerade, ich stelle mir jetzt gerade ein Team zusammen mit interessanten Leuten, mit Freunden, mit denen ich das umsetze. Und das wird total spannend werden. Und wann hast du Zeit innerhalb der nächsten Tage für 20 Minuten? Dann musst du gar nichts wissen. Außer, wo du das Ding hinbringen soll, was deine Vision ist. Der Willi kann jedem seiner Freunde erzählen, ich bin schon länger dabei in dem Geschäft. Und diese Woche habe ich mich entschieden, egal wo ich jemanden sehe, den ich kenne oder nicht kenne, eine Story zu erzählen, dass es erleben gemeinsam mit mir in einem Team mit einer tollen Vision anders gestalten könnte, wenn er will. Heute beim Laufen, da will er irgendjemand angreifen, der bei ihm vorbeigelaufen ist. Und dann hat ihm der erzählt, dass er Triathlet ist. Und jetzt kann der Wille ihm die ganze Story erzählen, dass er, wenn er will, jeden Tag laufen gehen kann und Spaß haben kann in seinem Leben. Und hätte der Wille den laufen lassen, vorbeilaufen lassen und hätte ihm nur nachgeschaut, dann wäre es ein garantiertes Nein gewesen. Weil er hätte keine Chance gehabt, den im Leben vielleicht jemals wieder zu treffen. Wichtig ist, in dem Moment hat er wahrscheinlich die richtige Energie gehabt, Freude daran, gesagt, mir ist es völlig egal. Ich mache das, um anderen Leuten eine Chance zu geben, ein anderes Leben zu führen, so wie er sich damit die Chance gibt, Tennis spielen zu können, wann er will, und nicht Trainerstunden zu geben. Seine Eigentumswohnung zu haben, die er echt haben will. Und jetzt hat er die Entscheidung getroffen, okay, dann muss ich dafür ja die richtigen Dinge tun. Und es können tausende Neins werden. Es werden ein paar Ja's werden, und aus denen baue ich mir mein Team das Risiko. Gerhard, was sagst du solchen Leuten, die sagen, okay, ich kenne mich ja nicht aus und Geld habe ich auch keinen? Super Voraussetzung. Die beste Voraussetzung, sage ich drauf. Dann fragt er, bist du verrückt? Sag ich, die beste Voraussetzung. Ich habe so viele Leute in meinem Team, und das kann ich euch jetzt sagen. Ich habe genug Leute im Team, denen geht es zu gut. Die verdienen ihre 2.000, 3.000 Euro, die haben gar nicht das Animo, sie zu bewegen, weil die Miete geht sie aus, das Fernsehen am Abend geht sie aus, hier und da Essen bestellen geht sie aus, der Urlaub geht sie nicht aus, aber viel zu bequem, um wirklich etwas zu tun, um den Urlaub
wirklich zu realisieren oder die Eigentumswohnung oder das Haus oder den Luxus, den man gern haben will oder wurscht was, es ist die Ausbildung der Kinder und denen es gut genug geht, die bewegen sich oft nicht. Wenn es jemand schlecht geht, dann ist das die beste Situation. Wir hören jede Woche aus Amerika Beispiele, wo irgendeine Mutter mit 7 Kindern, die nichts mehr zum Essen gehabt hat, delogiert worden ist in Amerika, die raus müssen haben, bei Isagenix jetzt gelobt wird, dass sie die Nummer 357 ist von den Millionären, nicht von denen, die 2000 verdienen. Ich würde schätzen, dass 80% von denen, die Millionär sind jetzt bei Isagenix oder in anderen Networks, vorher ziemlich an der Kippe gestanden sind in irgendeinem Bereich, gesundheitlich oder finanziell. Das heißt, die beste Situation, würde mein Freund sagen, du hast kein Geld und du weißt nichts, beste Voraussetzung. Was hättest gern alles in deinem Leben? Und alles, was du dafür wissen musst, wirst du im Laufe der Zeit jetzt lernen. Überhaupt kein Problem. Aber das Wichtigste ist, dass du deinen Leuten erzählst, dass dir nicht gut geht, dass du kein Geld hast und dass du nichts darüber weißt und dir mit den 3 Punkten ein riesen Imperium aufbauen wirst. Da werden die meisten lachen und die werden dich für verrückt erklären. Man muss aber nicht arm werden, damit man dann reich wird. Man kann auch vor die Kurve kratzen, dass man sagt, ich mache gleich meine Story, so, dass ich den Leuten sage, pass auf, du hast nicht viel und ich weiß einen Weg, wie du dorthin kommst, dass da deutlich besser geht. Aber wenn jemand wirklich es versteht, mir geht es nicht optimal, ich möchte mein Leben verbessern und nehme es heute in die Hand, dann kann diese Person zur Rakete werden, weil der steht wirklich am Abgrund. Und so Leute, die oft an der Wand stehen irgendwo schon, wirklich mit der letzten Miete, die fangen an, Vollgas zu geben. Darum, den meisten Menschen geht es in Europa noch zu gut, überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, es darf jemand auch gut gehen und trotzdem kann er mehr draus machen. Das sagt ich hätte auch noch eine Frage. Also, geht schon. Ich hätte auch eine Frage. Damals, ja, du würdest in die Geschäfte gehen und die Leute direkt ansprechen. Anderen Situationen. Wo machst du im Moment verstärkt die Kontakte? Ich weiß, und da interessiert mich zum einen, wie ist da so die Form, da die Leute an, so einen kurzen Weg mal eben so beschrieben. Ich weiß, es gibt viele, machst du das? Und wo sind im Moment deine Wege überhaupt zu machen? Also ich gehe schon, ich weiß nicht, wie oft in den letzten Jahren immer wieder mein Telefon durch, weil ich immer wieder merke, dass ich über Namen drüber gestolpert bin, die ich nicht angerufen habe. Und die Nicola Stauder hat es erst gesagt letzte Woche, ganz konsequent, bei A beginnen und jeder Person eine Chance zu geben, zu erfahren, womit du gerade dein Leben veränderst. Weil die Person könnte ja auch gerade davor stehen, dass eine Lebensveränderung notwendig ist. Ich glaube, dass wir viel zu viel reininterpretieren, wie es der anderen Person geht, die wir ja zwar kennen, aber nicht wissen, wie es der Person jetzt gerade geht. Und die Freunde, die du kennst, wo du weißt, wie es denen geht, da ist es sehr einfach. Die kannst du anrufen und sagen, pass auf Thomas, ich habe da was kennengelernt, ich muss dir das erzählen und ich hätte dich gern als Freund mit an Bord. Ich möchte mit dir dieses Ding wirklich groß machen. Du hast kein Risiko dabei, so wie ich, aber wir haben eine Riesenchance, Menschen zu helfen, anders zu leben, gesünder zu leben und ein Team aufzubauen, das ist extrem groß wird. Das kann ich zu jedem sagen, den ich sehr gut kenne. Und ich habe jetzt gerade in der Phase auch immer mehr begonnen, Menschen, mit denen ich schon länger keinen Kontakt habe, nochmal anzurufen. Und das war ganz interessant, wie es denen geht. Die haben teilweise andere Berufe als vor 2-3 Jahren. Oder sie haben jetzt gerade Berufe, die mit Corona echt nicht lustig dastehen. Ich habe Leute am Telefon, die sagen, ja, ich bin auch in Kurzarbeitszeit. Sage, kriegst du dann nachher wieder deinen Job? Sagt er, 50-50 Chance. Sage, willst du springen ohne Fallschirm oder willst du springen mit Fallschirm? Wir haben einen Fallschirm für dich. Wir können ein zusätzliches Einkommen aufbauen, dass deine Situation total egalisiert, ob dich deine Firma behält oder nicht. Es kann dir in 3-6 Monaten völlig egal sein, wenn du jetzt die richtigen Dinge mit mir tust.
Und du kannst dich selbst in eine Situation bringen, wo du keine Angst haben musst, was dann passiert, wenn es wieder losgeht mit Jobs oder auch nicht Jobs. Das heißt, ich rufe wirklich Leute an. Und jetzt hat die Nicola zum Beispiel, Nicola Stauder, letzte Woche gesagt, sie macht es, dass sie ihre Kontakte angeht, die sie auf Facebook hat. Jetzt habe ich mal reingeschaut, ich habe gar nicht gewusst, wie viele Kontakte ich auf Facebook habe. Und heute habe ich begonnen, einfach einmal zu schauen, mit welchen Leuten arbeite ich eh schon zusammen. Die bin ich ja auch verbunden auf Facebook. Aber welche Leute habe ich schon lang keinen Kontakt mehr? Aber wir sind auf Facebook befreundet. Dann bin ich auf denen an ihr Profil gegangen. Na, da habe ich Sachen gesehen. Die haben sich auch beruflich verändert. Manche haben irgendwelche Sachen geschrieben, wäre gern auf irgendeiner Insel. Na, das ist super, die Person dann anzurufen und sagen, du, ich habe gerade dein Profilfoto gesehen, das du verändert hast. Was machst du derzeit beruflich? Weil ich baue mir gerade ein Team auf, um Leute auf eine Insel zu bringen. Jeder, so viel sie wollen, auf Inseln zu verbringen, Zeit zu verbringen. Irgendetwas, was halt dazu passt, auch zu den Fotos. Ne? Oder bei einem habe ich gesehen, kleines Kind, super, du hast Nachwuchs bekommen, habe ich gesehen. Ich gehe gerade jetzt durch Corona meine ganze Facebook-Liste durch, was ich schon ewig nicht gemacht habe. Und du bist mir aufgefallen, wir haben schon seit 5 Jahren keinen Kontakt gehabt. Gratulation, dass du Papa bist. Na, zweifacher Papa sogar. Gratulation. Du, wäre es für dich interessant, deinen Kindern und dir eine Zukunft zu bieten, die einfach voll genial ist? Was würde für dich Lebensqualität bedeuten? Solche Fragen dann auch zu stellen im Gespräch. Dann sagt er, ja, mehr Zeit bei den Kindern jetzt zu sein, nicht wieder ins Hamsterrad, in den Job rein. Sag ihm, wenn ich da ein Vehikel hätte, na, worum geht's da? Sag ich, kennst du Leute, die gern gesund sind, die gern Sport machen, die gern fit sind, die ihr Wohlfühlfigur haben, sagt er, in jeder Kategorie kenne ich Leute. Sag ich, das ist der Inhalt des Geschäfts, jeder kennt solche Leute. Und da draußen gibt es Millionen davon. Das heißt, Fahrt wird uns nicht die nächsten Jahrzehnte. Also ich mache jetzt sehr viel und ich bin so dankbar, auch der Situation mit Corona. Früher bin ich jeden Tag bei 5 Terminen jeweils 30 Minuten oder 20 Minuten Hinfahrt und dann 20 Minuten Retourfahrt. 40 Minuten oft im Auto gesessen für einen Termin von 20 Minuten. Das heißt, wie unproduktiv habe ich gearbeitet vor Corona? 20 Minuten, also ein Drittel war nur produktiv von dieser Stunde. Und jetzt mache ich in 5 Minuten mein Gespräch oft und erkenne, hat die Person Interesse auf ein weiteres Gespräch, auf ein längeres Gespräch oder nicht. Oft in 2 Minuten erfahre ich, dass die Person, aber warum man sagt, okay, stopp, wann hast du 20 Minuten Zeit, dass wir länger darüber reden? Mir interessiert es total, dich im Team zu haben und mit dir gemeinsam zu arbeiten. Aber mit 1500 Kontakten, die ich habe, habe ich genug jetzt zu tun, die irgendwann durchzugehen. Und wenn das jemand nicht hat, geh eine Liste durch. Wir haben gerade gehört, 1000 Leute, die Tennistrainer sind. Ich brauche nur schauen, Liste, wo kriege ich die ganzen Tennisvereine her? Ich kann sagen, 2000 Masseure, 3000 Physiotherapeuten, nur in Österreich. In Deutschland gibt es alles mal 10. Wahnsinn. Fitnesstrainer. Ich kann jeden anrufen und sagen, du, ich mache was in dem Bereich, wo du jetzt tätig bist. Ich weiß nicht, wie es da gerade so geschäftlich geht in der Corona-Phase. Ich würde mich gerne mit dir unterhalten. Das heißt, unendlich groß. Die Frage ist nur, mit wie vielen Leuten gehe ich in Kontakt? Und die Linda hat heute auch erzählt, der Bob hat ja abgewöhnt, nur 3 Gespräche am Tag zu haben, damals, wie sie nicht so erfolgreich war, sondern er hat ja gesagt, wie kannst du produktiver werden, dass du mehr Gespräche hast pro Tag? Die Zeit, die Arbeitszeit lässt die gleiche. Arbeit nicht mehr als 8 Stunden oder 6 Stunden. Aber schau, wie viel Zeit kannst du in diesen 6 bis 8 Stunden nutzen, um Menschen in ein Gespräch zu bekommen und denen zu helfen, eine Vision kennenzulernen, wo sie ihr Leben ganz anders gestalten können. Das heißt, alle deine Freunde, alle, die du im Telefon bist, hast, alle, die du auf Facebook hast, alle, die du, denen du jemals in deinem Leben ein Mail geschrieben hast. Gute Idee. Ich werde in den nächsten Tagen mal schauen, meinen Mailverteiler, welche Leute ich da habe. Ich habe sicher wahrscheinlich 1000 Leute, denen ich irgendwann einmal ein Mail geschrieben habe. Und die meisten dieser Mailadressen werden wahrscheinlich noch ähnlich sein. Wenn nicht, finde ich die Personen so und so auf Facebook oder irgendwo. Aber ich glaube, dass wir alle eine Liste von lockere 1000 Namen aufschreiben können, wenn wir alle diese Medien zur Hand nehmen. Und dann geht es nur darum, wie viel Freude hast du daran, deine Vision zu teilen? Wie oft möchtest du jeden Tag etwas darüber erzählen, was dein Ziel, deine Vision ist oder auch die Vision des anderen sein könnte?
Das heißt, die Begeisterung der Träume im Kopf. Wenn die da sind, dann kann dich nichts halten, ja, darüber zu sprechen. Und das geht's. Aber stell zwei, drei Fragen dazu. Ich glaube, dass es wichtig ist, weil ihr müsst euch wohlfühlen, wenn ihr heute aus dem Call geht, zumindest ein Stück, um 1% wohler fühlen. Wenn du dich jeden Tag um 1% wohler fühlst, ja, haben wir in 100 Tagen 100%iges Wohlbefinden. Wie können wir schaffen, jeden Tag 1% besser zu werden, dann bist du in 100 Tagen 100%iger Profi. Man muss Geduld haben, aber auch dranbleiben, was kann ich optimieren? Wie bei einem Formel-1-Auto. Was kann ich täglich optimieren, damit ich besser Richtung Vision fahre? Ein Tipp, was ich jetzt auch angefangen habe, zum Beispiel, wenn man noch Fitnessstudios sucht oder nur noch eine ganz super tolle App, die nennt sich maps.google.com. Fitness ein. Und sicher jedes Fitnessstudio oder Heilmasseur oder. Man denke, ich kann es nur nach den österreichischen Zahlen sagen. 500.000 Österreicher sind arbeitslos. Sagen wir mal, dass vielleicht ein paar Tausend nicht wirklich wollen, aber von den anderen 500.000 wollen wahrscheinlich die meisten. 500.000 sind in Kurzarbeit. Reden wir von 1 Million. Das heißt, in Deutschland wahrscheinlich, wenn man es umrechnet, mal 10, werden es circa in der gleichen Situation 10 Millionen Menschen sein. Wir haben also eine ganze Menge zu tun, um Menschen zu helfen, die wirklich nach einer Lösung für ihr Leben suchen. Und zusätzlich gibt es auch Leute, die sagen, ich will mir da absichern, dass ich nicht in diese Flade reinfalle, die da ist, mit Arbeitslosigkeit und Hartz IV oder wie das Ganze heißt. Das heißt, es gibt ja auch Leute, die sagen, puh, besser eine zweite Möglichkeit zu haben, die parallel zu meinem Job läuft und eine Absicherung, dass mir nie so schlecht geht wie vielen anderen gerade. Das heißt, wir können jeden anrufen und anreden, der keinen Job hat und jeden anreden, der einen Job hat. Völlig egal, welche Branche. Was sagst du jemandem, der dich fragt, okay, ja, verdienen, ja, aber ich bin jetzt doch kein Profi, ich bin erst am Anfang, ich will auch sozusagen, wenn du sagst, okay, es gibt schon so viele Millionäre, ja, aber die haben auch dafür eine Zeit lang gebraucht, aber was ist eigentlich sozusagen ein durchschnittliches Gehalt, das ich mit dann erreichen kann, ja. Mhm. Eine Gegenfrage ist immer, wie viel Geld würdest du gern verdienen? Es geht nicht darum, was ich verdiene. Wenn mich jemand fragt, Gerd, was verdienst du schon? Sage ich, würde es dein Leben verändern, wenn ich 5.000 mehr verdiene? Also Gegenfrage. Wie viel würdest du gern verdienen, dass du dein optimales Leben leben kannst? Ich stelle die Gegenfrage und dann bin ich ruhig. Ich bin dein Begleiter dorthin, aber wie viel würdest du gern verdienen? Wir sagen, Willi, wie viel würdest du gern verdienen? Es ist völlig egal, ob er Gerhard 5.000 mehr verdient im Monat oder 10.000 oder 100.000 mehr verdient im Monat. Es geht nicht darum, wie viel ich verdiene. Ich weiß, wie du dorthin führen kann, dass du das verdienst, was du verdienen willst. Die Basis dafür kann ich geben. Den Rest musst du selbst tun. Aber ich kann dir zeigen, wo gibt es Informationen, wo gibt es Inspiration. Wir haben ein Bootcamp. Wir haben alles geschaffen, damit jemand die Basis hat, sehr, sehr erfolgreich zu werden. Darum geht es meine Frage, immer die Gegenfrage zu jemandem. Was müsste in deinem Leben passieren, dass du dein optimales Leben hast? Was kostet dein optimales Leben, wenn wir alles zusammenzählen, von Auto, Haus, gut essen gehen, Urlaube, Kinder optimal zu versorgen und noch was zu vererben irgendwann? Was müsste unterm Strich darunter sein? Und ist das wert, dass wir heute beginnen? Und wenn er sagt, boah, wir 100.000 verdienen im Monat, sage ich, alles schön. Was wirst du innerhalb der nächsten 12 Monate verdienen, dass wir mal auf eine Zahl gehen, die für dich jetzt auch vorstellbar ist? Und dann gehe ich auf das, was können wir die Woche unternehmen, dass wir die ersten Schritte Richtung deines Ziels machen? Und was können wir heute tun? Ich gehe vom Jahr aufs Monat, auf die Woche und auf heute. Wenn ich heute nicht aufs Essen verzichte, werde ich nichts abnehmen. Da kann ich davon träumen, dass ich in 10 Jahren vielleicht 10 Kilo weniger habe. Ja, das ist alles weit weg, da muss ich heute noch gar nicht beginnen. Aber wenn ich heute was tun will,
und mehr Kondition haben will, dann muss ich heute was tun. Will ich irgendwann in einem Jahr bessere Bauchmuskeln haben, dann muss ich heute vielleicht beginnen mit den ersten Übungen. Weil es dauert seine Zeit, dass sich das bildet. Und wirst du irgendwann 10.000, 20.000 im Monat verdienen? Die Nicole hat gesagt, sogar im letzten Call, die hat gesagt, wenn zu ihr jemand sagt, boah, ich will 5.000 verdienen, dann sagt sie immer, verdienst du das derzeit auch? Nein, verdiene ich nicht. Na, warum glaubst du dann, dass es dann hier innerhalb von 3 Wochen geht? Wenn du schon 5 Jahre Ausbildung hast, Lehre, Ausbildung, dann arbeitest du jetzt schon 10 Jahre in deinem Job. Das heißt, du bist seit 15, 16 Jahren im Berufsleben und verdienst nur immer keine 5.000. Warum glaubst du dann, dass es in Network Marketing innerhalb von 2 Wochen geht? Aber wenn du heute beginnst, kann es innerhalb der nächsten paar Jahre reell werden, dass du das verdienst, was du gern hättest. Es kann auch deutlich schneller gehen, wenn du mehr Zeit investierst als und mehr aktiv dabei bist als bei anderen Dingen. Hilft dir das, Günther, diese Antwort? Dreh die Frage um. Was würdest du gern haben? Ich habe zum Beispiel jetzt einen Fall in einer größeren Hotelgruppe. Ja. Der hat wahrscheinlich so 20.000 Euro im Monat verdient. Ja. Ist eher schlecht, ja. Was macht er, ja? Und was soll ich ihm sagen, ja? Erstens einmal wenn ich so brutal sage, müsste jeder Einzelne, ich mache es allgemein, jeder Einzelne für sich entscheiden, will ich Menschen anziehen, die auch schon 10.000, 20.000 verdienen, dann muss ich heute beginnen, so zu arbeiten, dass die Ergebnisse auch reell werden, dass der sagt, mit dir mache ich mit. Warum können nicht wir, jeder, einen pro Tag einschreiben? Der Marco, ich habe gerade vorher ein Gespräch mit ihm gehabt, mit der Linda, der Italiener hat jetzt in einem Monat 163 Leute registriert. Jetzt sagen viele, das stimmt nicht, das geht nicht. Manche sagen, ich weiß gar nicht, wie ich 10 registriere. Ja, aber du kannst mit einem einmal beginnen. Du musst nicht so gut werden wie der Marco. Aber der Marco hat auch gesagt, naja, warum nicht? Und da hat er in einer Woche 50 gehabt und dann hat gesagt, na, dann mache ich die nächste Woche so weiter. Und jetzt, er lässt sich von nie wieder von jemandem einreden, dass es unlogisch ist, mehr als 10 Leute im Monat zu registrieren. Wer sagt, okay, bei mir waren es 163. Es geht nur darum, wenn wir Leute in unserem Team haben wollen, die 10.000 verdienen oder mehr, dann müssen wir heute beginnen, uns dorthin zu bewegen, dass wir für diese Menschen auch attraktiv werden. Wir müssen wahrscheinlich die 10.000 noch gar nicht verdienen. Günther, wenn du 5.000 verdienst heute und du zeigst dann den Scheck und sagst, ich bin schon ein paar Jahre dabei, aber ich habe es erst begriffen am 22.02. und am 23.06. habe ich 5.000 im Monat gehabt, 3 Monate später, weil ich es dann verstanden habe. Und ich kann dann nur sagen, ich kann dir locker zu 10.000, 20.000 begleiten, weil bei mir wird es jetzt so auch weitergehen. Und wer am Samstag dabei war, hat es gesehen, meine Tochter hat 250 Euro verdient, dann 500 Euro, dann jetzt 1.300 und es wird sich weiterentwickeln. Warum? Weil ich ja gesagt habe, umso besser dein Scheck, umso bessere Leute ziehst du an, umso höher wird wieder dein Scheck, umso bessere Leute ziehst du an, umso höher wird wieder dein Scheck. Das ist der Grund, warum reiche Leute immer reicher werden. Erstens, weil sie so denken und zweitens, weil sie es in die Position bringen, dass andere Leute sagen, mit dir will ich zusammenarbeiten. Und das kannst du heute entscheiden, dein Team so aufzubauen, dass du mindestens schon 200 Euro rauskriegst, 300. Der Klaus hat jetzt geschafft, okay, 5 Cycling, dann wieder 10 Cycling haben, dann wieder 15, 20, 30 Cycling haben. Es wird immer weitergehen und dann wird er den Leuten sagen, okay, ich verdiene 1.400 in der Woche, das sind vielleicht erst 6.000 oder 7.000. Und ich weiß, du verdienst schon 20.000 in deinem Job, lieber Freund. Aber wenn wir das gemeinsam da gestalten und wirklich Gas geben, dann können wir uns beide sogar 50.000 bringen. Dann sind wir ein Dream Team. Aber dann muss man selbst den Leuten auch zeigen, Achtung, ich habe Vorarbeit geleistet. Man muss in die Situation auch bringen, dass jemand sagt, mit dir will ich. Und ich habe bei null begonnen. Ich habe irgendwann Werkzeugmacher gelernt. Also ich bin keiner, der irgendwo in der Familie wo reingeboren ist, in eine reiche Familie. Ich habe auf Metallen herumgefeilt. Ja? Ich habe Werkzeugmacher gelernt, dann habe ich die Abendschule gemacht und dann war ich im Management, war in Technik und dann bin ich erst irgendwann in diesen Bereich rein und hatte vor 20 Jahren null Ahnung von Network Marketing. Gar keine. Aber ich war bereit, es zu lernen. Und ich war bereit, mich so oft zu steigern, dass ich für Leute attraktiv wäre in dem Business.
Das war das, was ich jeden Tag in den paar Stunden gemacht habe, die mir zur Verfügung gestanden sind, neben meinem Job damals. So, hallo ihr Lieben. Macht euch attraktiv. Bringt euch dorthin, dass die Leute in eurem Umfeld sagen, was ist jetzt mit dem passiert? Was ist jetzt mit Andrea? Was ist jetzt mit Klaus passiert? Mit Willi passiert? Was ist mit Günther passiert? Der sagt mir, in den letzten 3 Monaten hat sich sein Scheck 3-mal verdoppelt. Na, jetzt wird es attraktiv. Jetzt sollte ich einsteigen, bevor es zu spät ist. Werden wir zu einem Menschenmagneten, dass Menschen zu uns kommen und nicht, dass wir den Menschen nachlaufen? Du kaufst ein neues Auto irgendwann und die Leute fragen dich, was ist mit dir passiert? Naja, ich habe da so einen Nebenjob, der bringt mir 2.000, 3.000 im Monat extra. Und von den 30.000 im Jahr zahle ich halt 10.000 Steuer. Und von den 20.000, die mir bleiben, habe ich jetzt 2 Jahre auf Zeiten gekriegt und haben ein neues Auto gekauft. Das mache ich jetzt jede 2 Jahre. Ich kaufe mir jetzt jede 2 Jahre ein neues Auto von dem, was ich da verdiene. Oder welche Wohnung, welche Einrichtung. Siehst du, Gerd? Frage stellen? Bitte. Mit Sichtbarkeit und Leute anziehen. Wie anziehen, wenn ich jetzt nicht im Facebook oder Instagram unterwegs bin? In Zeiten wie durch Universum raussenden, man übertrieben jetzt gesagt, alle sich. Ja. Wenn du dich persönlich veränderst, während dich deine Leute fragen, womit du das geschafft hast. Wenn du dich veränderst, auch von der Ausstrahlung, wenn du mit jemandem skypst, wenn du telefonierst, spüren die Leute das. Wie gesagt, 93% ist nonverbal, 7% sind nur die Worte. Wenn du jetzt mit Leuten telefonierst, sie merken, ich habe bei dir heute gemerkt, Marc, und ich habe das Kompliment gemacht, was hat sich bei dir verändert? Dass wir heute in Erfolg eingefahren sind, ist der Grund, weil du mit so einem Lächeln noch nie in einem gemeinsamen Call drinnen warst. Und bei dir hat sich was verändert. Du hast die Entscheidung getroffen, jetzt ein glücklicher Mensch zu sein. Raus aus einem Burnout, aus einer Depression, irgendwo in eine Richtung. Ich bin ein anderer Mensch, ich fühle mich jetzt wohl ab jetzt. Und trotzdem wirst du noch Phasen haben, vielleicht, wo es dir irgendwann nicht so gut geht. Aber die meisten Menschen in deinem Umfeld werden sagen, wo hast du denn das geschafft? Sagst, ich habe was gefunden, eine Vision für mich, ein Business, der mein Leben verändern wird, auch finanziell. Ich habe Produkte gefunden, die mir die Energie dafür geben. Und wenn du willst, kann ich dir all das vorstellen. Verändert dich mit dem Vehikel und die Menschen werden dich fragen, was passiert ist. Sei glücklich, sei happy, geh anders raus. Sei zufriedener. Mach den Leuten die Türe auf. Umso mehr du gibst, umso mehr bekommst du. Gesetz. Sei dankbar. Sei dankbar sogar, Andrea, für 20 Neins heute und sag, ich habe mich verbessert. Danke, lieber Gott oder liebes Universum oder an was ihr heute glaubt. Danke, dass ich mich heute verbessern durfte. So wie der Golfspieler, der 20 Mal in den Sand rein gepattet hat und hat nie aufs Grün getroffen. Der wird sagen, aber das nächste Mal weiß ich, dass ich ein bisschen was anders mache. Seid dankbar für die ganzen Neins, seid dankbar für das und nehmt das nicht negativ, sondern nehmt das positiv und sagt, und das ist der Grund, warum ich erfolgreich werde, weil ich durch diese Phasen durchgehe. Erzählt es den Freunden, ich habe 30 Neins gekriegt. Und ich mache weiter und die werden einfach, bist du narrisch? Und du sagst, nein, weil ich bin besser geworden. Ich habe Erfahrung gesammelt und ich bin als Mensch gewachsen daraus. Und deshalb weiß ich, dass ich in dem Bereich 100%ig erfolgreich bin. Ja, ich glaube, es okay. Ist... Okay, ich habe auch noch eine Frage. Ja, bitte, eine Frage noch, gerne. Und dann machen wir Schluss für heute. Ja, ich möchte ganz dann nach den Einstiegskosten fragen, wenn ich jemand anschreibe oder so. Wir haben, fürs Business haben wir gar keine Kosten. Wir investieren in unsere eigene Gesundheit und das duplizieren wir. Das heißt, wir investieren in unsere eigene Gesundheit, dass wir fit und gesund sind und Lebensfreude haben. Und das ist der Inhalt unseres Geschäfts. Und wenn wir das regelmäßig tun, sind wir qualifiziert, dass wir Auszahlungen aus unserem Team bekommen. Das heißt, wir haben gar keine Investition okay. Ins Geschäft. Wir haben die Investition in unsere eigene Persönlichkeit, in unsere eigene Gesundheit. Und das heißt, okay. Bei 100 Punkten, 150 Euro sind das 5 Euro am Tag. Fast jeder Mensch gibt ähnlich viel für Zigaretten, für
einen Kaffee für irgendwas Unsinniges pro Tag aus, was in seinem Einkaufskorb liegt. Sicherlich jeden Tag mindestens 5 Euro, die er nicht lebensnotwendig benötigt. Gibt er am Tag für irgendetwas aus? Ja, ich kenne das. Ja, das kennt jeder. Wir sind alle gleich. Und vielleicht geben wir es nur jeden zweiten Tag dann aus oder jeden dritten Tag, aber dann halt gleich 15 Euro oder 20 Euro. Das heißt, auf den Tag zurückgerechnet sind es wieder 5 Euro Unnötiges. Und bei uns können wir damit ein perfektes Leben damit bekommen. Und das sage ich den Leuten. Okay, danke. Sehr gerne. Aber wenn da noch Fragen sind, kommt auf eure Upline zu, kommt auf die Personen zu, wo ihr glaubt, dass die Fragen beantwortet werden. Es ist wichtig, dass ihr Vertrauen zu euch selbst bekommt. Dann ist es extrem easy, weil Andreas hat gesagt, warum ist es bei mir immer so leicht? Oder weiß nicht, wer das gesagt hat. Irgendjemand hat es gesagt auf jeden Fall. Ja, ich habe mich daran gewöhnt, mit bei Neins auch noch zu lachen und nach vorn zu gehen, weil es einfach Spaß macht, weil ich weiß, wo die Reise hingeht. Und ich lasse mir das von niemandem ausreden. Und ich gehe lieber so durchs Leben und vielleicht irgendwann auch nicht hundertprozentig erfolgreich, irgendwann ins Grab, als immer nur ein ganzes Leben zu sudern und es nicht einmal probiert zu haben. Na gut, ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.